Hallo! Wahnsinn, Leute, wie die Zeit vergeht. Es ist schon Dezember und wir haben ein neues Craft-Kit für euch. Und dieses Mal, auch wenn Dezember ist, handelt es sich nicht um ein Weihnachtskit, sondern ich denke mal, die meisten haben ja auch schon die Weihnachtsprojekte von euch halbwegs abgeschlossen. Also hat sich Tonic Studios gedacht, wir machen mal ein bisschen was Schönes Florales. Und es sind wieder jede Menge Accessories-Sachen mit dabei. Und was wir da so haben, gucken wir mal nach. Wir haben einen Silver Cardstock mit dabei. Und zwar sind es ganz tolle, wunderschöne Farben. Ich habe das hier noch gar nicht aufgeschnitten. Das müssen wir natürlich ganz dringend jetzt nachholen. So. Wir kennen diese wunderschönen Blöcke ja teilweise schon aus anderen Sets. Und ihr habt hier immer jeweils von der Farbe 5 Stück. Also ihr könnt damit richtig was anfangen. Nee, sogar 6 Stück. Ein schöner Perlglanzton. Dann was ganz Glitteriges. Und ein wunderschöner Craftkarton. Was haben wir denn noch so alles dabei dieses Mal? Wir haben wieder Konfetti mit dabei und zwar in so einer kleinen Blumenform. Wir haben wunderschöne Drops mit dabei, Vintage Drops. Und zwar ist es Peppermint Candy, also so ein ganz toller hellblauer Ton. Und den habe ich natürlich auch schon mal ausprobiert hier. Also ich finde den toll, die Vintage Drops, die sind ja matt und man kann die für ganz, ganz viele Sachen verwenden. Ich habe hier wieder ein Expanding Mousse mit so einem 3D-Effekt in einem ganz zarten Violettton, also in Misted Mauve. Ich habe hier, oh, die ist ja genial. Das ist ein schöner blauer Aquaton und der heißt auch Water Nymph. Perfekt. Und das ist ein Crackle Mousse. Wir haben passend zum Papier ein silbernes Embossing Puder mit dabei. Und wir haben hier einen Mist dabei und zwar in einem ganz schönen Perlglanz-Rosaton in Pink Carnation. Und auch den habe ich für euch schon mal getestet. Und ihr könnt damit einfach wunderbar Kartenhintergründe gestalten. Das ist so ein ganz schönes Perlglanzrosa. Wir haben bei dem diesmaligen Set auch wieder einen Ordner mit dabei, damit ihr eure Stanzformen und Stempeln immer schön verstauen könnt. Und jetzt gucken wir uns mal die Papiere an. Bin ich ja auch immer gespannt, welche Farben jetzt dabei sind. Wir haben einen, oh, den werden wir für unsere Anleitung verwenden. Das sehe ich schon. Da muss ich mir was einfallen lassen. Einen wunderschönen weiß-rosa, wenn man ihn dreht, leicht glitzernd grünen Cardstock. Wir haben hier passend zum Botanymph einen strukturierten Cardstock, einen Perlglanzton, auch in so einem ganz, ganz hellen Grün. Wir haben Leinenstrukturen wieder mit dabei in Rosa und Violett. Wir haben, ups, jetzt ist mir dieser Mist umgefallen. Also der, nicht der Mist, sondern der Mist zum Aufsprühen, ne? Nicht falsch verstehen hier. Wir haben hier einen Mirror-Cardstock-Matten. Wir haben nochmal ein strukturiertes Leinenpapier in so einem Altweiß. Und wir haben hier einen doppelseitigen Cardstock, so ein bisschen dünneres Papier mit einem Muster. Und hier haben wir noch ein ganz schönes, ja, rosa, altrosa, schimmerndes, geprägtes Papier. Und jetzt geht es natürlich an die Stanzen. Und wir haben diesmal ein Kartenset.
ihr möchtet euch jetzt wahrscheinlich denken, oh, ein Kartenset ist eher unscheinbar. Aber ich möchte euch zu bedenken geben, gerade die unscheinbareren Sets sind eigentlich die, die wir ständig brauchen. Denn wenn man eine Box bastelt oder so, dann macht man die einmal, zweimal. Wenn man die Sachen verkauft, vielleicht auch 20, 30 Mal. Und irgendwann hat man sich ein bisschen abgesehen. Aber was man immer braucht, sind verschiedene Kartenaufleger. Und wir haben hier wieder ganz tolle Sprüche mit dabei. Von Always In My Thoughts, Best Wishes. Und man kann die ganz toll miteinander kombinieren. Zum Beispiel Thank You From The Bottom Of My Heart oder Miss You So Very Much. Always In My Thoughts, Just To Say. Also ihr könnt die wirklich wieder Mix and Match machen mit den Stempeln. Und hier haben wir die eigentlichen Muster. Wir haben zwei verschiedene Kartenaufleger. Hier mit so einem Rosenmuster. Wir haben hier ein Muster, ja, auch ganz mit zarten Blumen, mit einem Rautenmuster. Wir haben hier noch verschiedene Schriftzüge, die zeige ich euch gleich noch, wie die ausgestanzt aussehen. Und wir haben hier natürlich auch was, was perfekt in die Mitte reinpasst. Und ich habe mal eine Beispielkarte für euch schon gebastelt. In so einem ganz schönen altrosa Roséton. Und diese Muster wirken wahnsinnig elegant, finde ich. Also ihr könnt die ja für verschiedene Anlässe nehmen und die sind irrsinnig schnell gebastelt und gemacht, aber sehen einfach, ja, sie sehen nach was aus, auch wenn es noch so schnell geht, kann ich euch sagen. Und wir haben hier noch den Schriftzug Thinking of You und den Love and Hugs mit dabei. Und was man aus diesem Set noch so alles machen kann, das würde ich sagen, entdecken wir gemeinsam in meiner Anleitung. Dann vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und all diejenigen, die das schon auf das Set warten, wünsche ich ganz viel Spaß beim Basteln. Dann bis zur Anleitung. Tschüss!